So, wir haben einen kleinen Button entdeckt. Hoffentlich nur hier. Die Beeren können wir nicht pflücken. Beim 100. Versuch haben wir noch abgeschmiert an dieser Stelle. Es soll nicht sein. Okay, jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Sehr schön. Ich glaube, da geht's hoch. Willkommen zum 24. Adventskalender Türchen. Ja, 24 war es. Letztes Adventskalender Türchen. Großes Finale des Adventskalenders. Okay, ich wollte es mir eigentlich fangen, was so ist. Wollte heute noch ein drittes Pokémon dem Team hinzufügen. Vielleicht schaffen wir es irgendwie. Okay, jetzt nicht lang. Okay. Ich hatte gehofft, dass wir von hier aus irgendwie in die nächste Stadt kommen. Sieht komischerweise nichts danach aus. Oder können wir hier lang? Okay, die Knopffenster laufen einfach durchs hohe Gras. Man kann sie nicht angreifen. Ein Tangela. Okay. Wir brauchen noch einen Geist oder Psycho-Pokémon, wenn ich das richtig habe. Das bräuchten wir für das, für die Arena. Ist glaube ich weder noch. Wolfi ist inzwischen auch trainiert. Ah, hier runter geht's vielleicht. Nächste Stadt. In Düsseldorf. Das könnte man im Team gebrauchen. Ein Flug-Pokémon. Ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Obwohl es mit Level 5 jetzt erstmal trainiert werden müsste. Ja, okay, das hat sich das Thema. Level 10 für Wolfi. Mal, ob ich hier noch ein Düsseldorf finde. Schwalbini. Das ist doch viel besser. Na komm, geh nicht wieder gleich zugrunde. Das ist ja frustrierend. So leicht besiegbar, vor allem wenn du mit einem Level 10 Pokémon kommst. Pokémon 6 haben wir davon noch. Auf geht's. Sehr schön. Schweblein Pokémon. Sehr spannend. So, da wird jetzt mal Prof draus. Warum nicht? So, Trainer und Star am Start. So, wie schickt der uns ran? Naglotz. Wir müssen auch mal das neue Pokémon trainieren, aber jetzt erstmal Wolfie. Vielleicht können wir es auswechseln. Jetzt können wir eigentlich wieder Modi davon setzen. Siege sie, Prof. Mach schon, was der so kann mit Level 5. Lohnt sich zu kämpfen oder? Ja, einmal können wir es versuchen.
diesen Überblick, das ist gut. Können wir vielleicht schon einen Sieg mit Profeffen herbeiführen. Sehr schön. Sind die meisten Erfahrungspunkte. Level 6. Und Kampf gewonnen. So, ich muss mal wieder das Team sortieren. Kopf an die Spitze. Dann Modi, dann Wölfen. Wölfi hat er es jetzt erstmal. Im Süden Aurawald. Okay. Müssen wir jetzt erstmal durch den Wald oder was? Um in die nächste Stadt zu kommen. Okay, wir gehen zum Kreis. Das ist ein Item, das könnte wichtig sein. Und dann nehmen wir mal die Strecke auf uns. Kleiner Umweg. Ein Sonnenkern. Und die habe ich gerade ein Déjà-vu. Ein Fehler in der Matrix. Team 11 Sonntag. Ja, dafür hat sich sicher gelohnt. Nicht. So, auf in den Wald. Ach du Schande. Und hier ein Trainer. Im Aurawald wirst du auf deine Grenzen hin getestet. Hier zum zweiten Abend nochmal hier müssen in den Wald. Wir holen uns eine Tanne, die wir nicht schmücken können. So muss das sein. Wir besorgen uns auf den letzten 5 noch. Aufs letzte. Und eine Tanne für den. Fürs Wohnzimmer, wo wir unsere Geschenke runterlegen können. Ich hoffe, ihr habt alle Geschenke für die, die ihr beschenken wollt. Ansonsten ist es jetzt auch schon zu spät. Wenn ihr keine Geschenke habt, ich glaube, wenn ich mich richtig daran erinnere, war es durch den Samstag. Die 24. ist ein Samstag. Das ist ja. Weiß nicht, haben ich glaube einen Halbtag müssten wir einen Heiligabend inzwischen, so würde ich fast glauben. Am Konsumfest Weihnachten müssten die Läden auch noch offen haben. Bis zum Mittag. Also vielleicht doch nicht zu spät. Okay, wo wollen wir lang gehen? Ich gehe rechts lang. Da ist ein Trainer. Eine Trainerin. Bereit, Stärke zu beweisen. Ja, es war. Das habe ich jetzt mehr als Aussage vorgelesen, weil. Ja. You know what I mean. So. So viel zu Stärke zeigen. Erfahrungspunkte, neuer Level, der neue Attacke. Sternen, das haben wir ja auch ewig nicht mehr gesehen. Ist ja fantastisch, ein Stern. Das ist glaube ich Generation 4, wenn mich nicht alles täuscht. Das gab es ja, seit ich das letzte Mal Pokémon Diamant gespielt habe. Pokémon Strahlen, die Diamant habe ich noch nicht gefallen. Das ist ja. Sternblut habe ich ja, das wurde doch irgendwie abgeschafft, irgendwie. Das kam da, Sternblut Starmie. Ich glaube, das gab es so in der nachfolgenden Generation nicht mehr wirklich. So, und schon wurde er gelevelt. Sie. Die Prof.
Wundersaat. Okay, was auch immer. Ist das hier eine Sackgasse oder geht's hier weiter? Dann geht's weiter. Interessant. Jetzt auch noch was zu sehen. Ein Baumpel. Vielleicht können wir noch ein Wasser-Pokémon kriegen. Ein Psycho- oder Geist-Pokémon wäre auch noch hilfreich. Schlecht mit mal zum Item. Nein, Pflanzen-Pokémon brauchen wir nicht. Haben wir schon im Team als Starter. Ein Trank. Oh weia. Kein Zurück mehr. Achtung, ich warne dich. Ich werde jetzt alle meine Pokémon auf dich hetzen. Okay, machst du. Was du denkst. Schallquap. Ja, das wäre ein Wasser-Pokémon, aber will ich auch nicht mein Team aufnehmen. Können wir gerade eh nicht. Geht im Kampf schlecht. Versuchen mal hochzukriegen. Neue erlernte Attacke. Sehr effektiv hier. So, jetzt sage ich mal, hält den Schnabel. Und da geht er da oben. Man berücksichtigt, dass das ein Level 3 Pokémon war. Das Ruckzuck-Team vielleicht doch nicht so effektiv. Ein Toxipet. Okay. Ach, das nächste. Ja, wir haben doch. Wir haben uns doch noch gar nicht richtig angestrengt. Noch gar nicht richtig gekämpft. Aha, hier braucht es tatsächlich mal drei Versuche. Der geht auf Down. Gut, Modi. Du schaffst ihn. Absorber. Und das nächste, wie viel hat sie denn? Hat sie ein 6er-Team voll? Mit Pokémon. Das kann ja fast nicht sein. Egal, kriegen wir trotzdem hin. Das ist, wenn es 6 Pokémon sind. Das werden wir schon. So schwer sind wir bisher nicht. Das bringt irgendwie nichts, die Attacken hier. Trotzdem wird das wahrscheinlich kein Problem sein, ihn zu besiegen. Und so bringt mir wenigstens noch ein bisschen Energie zurück. So. Das war's mit Tanhill. So, her mit den Erfahrungspunkten. Wie viele Punkte hat die? Das ist doch gefühlt jetzt schon das 9. So viele kann sie gar nicht haben. Sie ist einfach der Kampfturm. Als Mensch. Wirklich 6 Pokémon. Ja, da müsste es auch langsam vorbei sein. Oh, ja.
Okay, die Musik beginnt von vorne. Morgen muss ich heute mal im Kampf beweisen. Na komm. Der Bug ist am Ende, der Wald ist am Ende kleiner als so scheint. Das hatten wir auch in diesem Park dort in der Stadt. So erst gegen 100 Trainer gefühlt gekämpft haben. Als wir rauskamen und nochmal durchgegangen wurden, durchgehen wollten, ist der Park einfach nur eine grüne, so 10x10 Platte. So, nächster Trainer. Aha, so leicht, dass ich dich nicht aus dem Wald raus. Ist schon der Ausgang. Das hätte ich aber nicht erwartet. Krach die Ball. Na komm. Absorbiere ihn. Oder sie. Sorry, sie sind weibliches Praktikum-Praktik-Balk. Ich wollte eigentlich das andere nehmen, aber okay. Genau das wollte ich. Aber bei mir. Okay, das ist ein bisschen zäh. Ja. Max gewann den Kampf. Oh Mann, wie tief bin ich nur gesunken? Ja. Das kommt mir doch bekannt vor, hier waren wir schon. Ja, von hier sind wir gekommen, ich Blödmann. Nicht drauf gucken. Oh je. Yeah. Im roten Bereich. Da ist die nächste Trainerin. Oder war es die Arena-Leiterin? Ja, ich glaube, das war die Arena-Leiterin. Also, die Natur ist einfach umwerfend. Ich würde am liebsten den ganzen Tag hier verbringen. Aber nanu. Ist es schon so spät? Ach du meine Güte, ich muss jetzt aber schnell zurück in die Arena. In der Tat, das ist die Arena-Leiterin. Oh. Da lag noch ein Item, aber was so ist. Du hast es also durch den Aura-Wald geschafft. Ich habe Pech gehabt, denn hier komme ich. Solche Trainer nach so einer Route ist schon irgendwie ein bisschen unfair. Es ist irgendwie. Da hat man seine Pokémon alle gekriegt bei den Kämpfen im Wald. Jetzt kommt der mit seinen. Der oder die mit der Trainer mit seinen Attacken. Jung. Und dann muss Wolf ihn wieder ran. So, einmal bis, wie hat sich das? Ich
noch. Haben wir auch Panje besiegt. Und Level 11. Und da war es um den Tod zu geschehen. Ich guck mal, hat er oder sie noch? Ja, sie. Max gewann den Kampf. Ich darf passieren. Stevens würde ich doch. Okay, da komme ich nicht lang. Du bist doch sicherlich den Ohren von Aurora City, oder? Mit Trainer helfen wir gerne, dich abzuhärten. Und der nächste Trainer von der Stadt. Sollen aber auch langsam in die Stadt kommen. Ich bin wieder vor dem Wald. Vor dem Wald abdunkeln. Ach so. Ich wollte gerade vom Trainerkampf fliehen. Ja. So weit ist es schon. So weit ist es schon mit mir. Vergiftet, na toll. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen Heilung geben. Okay, ich danke dir, dann lass es bleiben. Und Kampf bestanden. Juhu. Oh nein, ist der nächste Trainer. Ich habe mir genug Käfer-Pokémon gefangen, um mich zu besiegen. Das glaube ich. So wie mein Pokémon jetzt aussieht hier. Und das ist echt übel. Immer super Tank. Dann sind wir so wenigstens nicht sofort down. So, na komm. Das schafft man doch auch noch. Auch nur noch im Gift geplant werden. Raum zum Henker. Ich habe mich verklickt. Silberblick. Warum setzt Silberblick ein? Ich die Attacken vielleicht anders anordnen. Ja. 60 P. Wie viele Pokémon hat der noch? Der Trainer. Was war das? Achso, das war bei mir. Mein Heiltrank.
Ey, was? Was passiert hier gerade? Habe ich einen Heldrangriff in alles eingesetzt? Das war ja Verschwendung. Dann hätte die Vergiftung nicht mehr überstanden. Was ist denn hier los? Was ist das? Ich bin auch wieder. Warum setze ich sie im Blick ein? Die Attacke können wir mal bei nächster Gelegenheit verlernen. Häufig schon Level 5, Level 12, weil alle anderen tot sind. Ach Gott, ist das zwischendurch selbst geheilt? Oh, oder auch nicht. Warte, jetzt hast du mich besiegt. Da hast du es. Wartet hier gleich der nächste Pokémon-Trainer. Dann können wir langsam in die Stadt. Wir haben bald keine Pokémon mehr. Wir müssten uns neue fangen. Flucht. Und das nur zum Heilen benutzt. Okay, kommen wir heute noch in die nächste Stadt. Das letzte Herausforderung, okay. Hat sie gerade angesagt. Hoffen wir, dass das auch stimmt. Jonklef. Versus Jonklef. Kampf der Giganten. Na komm. Okay, ihn noch. Zerbeißen. Oh, okay, wir haben keine Attacken mehr für... Das ist blöd. Verbraucht. Wir können hier ein bisschen mehr einsetzen. Zum Glück sind wir gleich in der nächsten Stadt. Hoffe ich doch zumindest. Schnapp dir deinen Orden. Kann bald nicht mehr kämpfen. Aber das sieht schon nach Stadteingang aus. Sehr stark. Oha. Route 2. Osten Rankasa City. Süden Aurora City. Ah, und hier wartet schon unser Rival auf uns. Der Timmy. Hallo Max. Willkommen in der Stadt der wunderschönen Aura. Sie ist sehr alt und hat eine wunderbare Geschichte.
Boah, Timmy, das interessiert keinen. Aber das war nicht nett. Seid ihr bereit, euren ersten Ohren zu erkämpfen? Erstmal würde ich dann zum Pokémon Center, dann können wir Sachen machen. Sowas von kleiner. Ja, ich auch, Lisa. Hey, Max. Du und ich vor der Arena. Kampf sofort. Wir sehen uns. Bitch. Halt's Maul, Alter. Wieso sind schöne Mädchen immer so arrogant? Ich werde mir lieber schnell meinen Orden holen gehen. Viel Glück bei dem Kampf mit Nisa. Lisa oder Lisa. Nisa. Den Namen, wenn man spricht. Aura City. Die Stadt ist doch sehr schön. Das scheint schon die Arena zu sein. Ich brauche aber dringend mein Pokémon Center. Nochmal den Pokémon Center. Schöne Musik auch hier. Ich muss sehr schnell ins Pokémon Center. So schnell ich hier schleichen kann. Gut. Na dann. Wir sind auch mit der Partyzeit angekommen, deswegen. Ist das die Pokémon Arena? Ich weiß nicht, aber die Stadt sieht ja sehr hübsch aus. Das ist der. Einer der ersten, einer des Dreierteams, der ersten Arena-Leiter aus Pokémon Schwarz Edition. Hübsch. Während ich jetzt hier noch durch die Stadt laufe und hier. Das ist die Arena. Wenn ich mir Sachen angucke, mit Leuten nicht mehr rede. Das ist eine große Stadt. Sage ich danke fürs Zuschauen. Das war der Pokémon Adventskalender 2022 auf 42 LP. Ich hoffe, euch haben die 20 Parts Pokémon Reborn und die 4 Parts Pokémon Morgenrote Edition gefallen. Joa. Was haben wir hier? Eine Schule, großes Gott. Schnell raus hier. Joa, habt ein tollen Heiligabend. Mir fehlen gerade die Worte. Habt einen tollen Heiligabend heute und. Joa. Frohe Weihnachten. Und ich dann. Und wir sehen uns morgen wahrscheinlich zu einem Weihnachtsspecial wieder. Muss man schauen, was habe ich da geplant? Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Werdet ihr das schon sehen. Morgen gibt es ein großes, am 25. gibt es ein großes Weihnachtsspecial. Am 26. wahrscheinlich auch. Dann würde ich mal sagen, verabschiede ich euch mit der Animation von dem Kampf hier. Erstmal speichern wir das. Wir speichern das Spiel ab, das ist ganz wichtig. Spielzeit 2 Stunden, ja. Doppelspeichern hält besser. Na dann. Na Max, ich hatte schon Angst, dass du nicht auftauchen würdest. Aber jetzt bist du ja da. Lass uns gleich begehen. Ach verdammt, wo ist jetzt nochmal mein Pokéball? Da ist er hingeflogen. So Max, jetzt können wir loslegen. Oder auch nicht. Habt noch einen tollen Tag. Frohe Weihnachten.